Öffne die Tür, Jim. Wir haben einen neuen Gast. Ja, Mutter. Guten Abend, Sir. Willkommen im Admiral Benbow. Rum! Ein gutes, großes Glas Rum, und zwar schleunigst! Sofort, Sir. Dort drüben ist ein freier Platz. Ich bringe Ihnen Ihr Glas an den Tisch. Bitte sehr. In der Küche steht noch etwas Gemüse, Sir. Ich könnte Ihnen davon... Willst du mich auf den Arm nehmen, Junge? Ich brauche Rum, Eier und Speck, mehr nicht. Und noch etwas. Ich bin Captain, kein Sir. Eier sind auch das, Captain. Meine Mutter macht Ihnen sofort eine Portion fertig. Ma, der Captain möchte gerne Eier. Ich kümmere mich sofort darum, Jim. Das eilt nicht. Nicht viele Gäste hier. Ist das immer so? Ja, zu oft in letzter Zeit. Das Admiral Benbow bietet einen großartigen Ausblick auf die Bucht. Dafür liegt es etwas abseits. Gut. Sehr gut. Der Captain geht hier vor Anker und bleibt eine Weile. Wir haben ein Zimmer frei, Captain. Aber... Ich weiß, worauf du hinaus willst, Junge. Du wirst wissen, ob der Captain seine Rechnung begleichen kann. Hier! Sag Bescheid, wenn es aufgebraucht ist. Danke sehr. Soll ich Ihre Kiste nach oben schaffen, Captain? Zur Hölle! Finger weg von meiner Seemannskiste! Die geht nur mich etwas an, verstanden? Ja, Captain. Gut, gut. Braver Kerl. Aber du kannst etwas anderes für mich tun. Halte Ausschau draußen, bei den Seeleuten. Und wenn du einen mit nur einem Bein siehst, gibst du mir auf der Stelle Bescheid. Einen Einbeinigen? Nichts anderes habe ich gesagt. Es soll nicht zu deinem Schaden sein. Aber vorher, mehr Rum. Ich hole ihn euch. Jim, auf ein Wort. Kann ich Ihnen und Mr. Taylor noch etwas bringen, Dr. Livesey? Nein, danke, Jim. Sag, dein Gast dort drüben scheint ein rauer Kerl zu sein. Sollte es notwendig sein und er sich nicht benehmen können, begleite ich ihn hinaus. Weder deine Mutter noch du sollen sich damit herumschlagen müssen. Ach, er tut ja niemandem etwas. Der Captain hat ein Zimmer bei uns und bezahlt ist es ebenfalls. Eine Runde besten Rum für alle. Der Captain lädt euch ein. Dann ist es gut. Sieh nur zu, dass er nicht zu viel trinkt. Er scheint vom Rum sehr angetan. Ich passe schon auf, Dr. Livesey. Sucht und eins. Ruhe im Zwischendeck. Sonst spaziert ihr alle über die Planke. Wie damals bei den Schildkröteninseln. Verzeihung, Sir. Meinten Sie damit womöglich mich? Was? Räudige Landratten. Wen denn sonst? Wenn der Captain singt und feiert, dann feiere mit ihm. Oder halt die Klappe. Andernfalls nagel ich dich kurzerhand an die Wand, bis du stumm wie ein Fisch bist. Wenn Sie nicht augenblicklich das Messer wieder einstecken, baumelt sehr bald ein ungehobelter Kapitän am Galgen. Mein Wort darauf. Und ich halte, was ich verspreche, Sir. Verzeihung. Ich, nun ja, nichts für ungut. Die See ist hart. Manchmal vergesse ich mich. Vergesse, dass ich an Land bin. Es kommt nicht wieder vor. Kommt mir nur eine Klage zu Ohren, glauben Sie mir, dann bleiben Sie auf der Strecke, Sir. Seien Sie friedlich und sparen Sie am Rum, insbesondere hier im Admiral Benbow. Jim, sei bitte so gut und hole mein Pferd. Für heute Abend genügt es mir. Wird sofort erledigt, Dr. Livesey. Macht euch bereit, Männer. Ja, ja, zu den Fischen, zu den Fischen! Runter mit ihm! Lass den ordentlich am Hals baumeln, bis er blau im Gesicht wird! Er macht mir Angst, Jim. Noch mehr als sonst. Ja. Was machen wir, wenn er nicht mehr weiß, was er tut und alles kurz und klein schlägt? Es würde dadurch kaum schlimmer werden. So oder so vergrault er alle unsere Gäste. Das Geld ist längst aufgebraucht. Wenn er weiter auf unsere Kosten lebt und eine Flasche nach der anderen leert, müssen wir das Gasthaus bald schließen. Dann muss er endlich seine Rechnung bezahlen. Ich werde ihn danach fragen. Nicht jetzt, Jim. Es ist zu gefährlich, Jim.
Captain, darf ich Sie einen Moment beim Essen stören? Ja. Wer wagt es, den Captain? Ich bin es, Captain. Jim Hawkins. Jim? Jim? Wo bin ich nur? Im Admiral Benbow. Sie wohnen bereits seit einigen Wochen hier bei uns. Erinnern Sie sich? Aber ja, natürlich. Der Admiral. Was für ein Teufelsbraten. Was kann ich für dich tun, Jim? Sie baten mich, Bescheid zu geben, wenn das Gold aufgebraucht ist. Für Unterkunft, das Essen, Rum? Rum. Ich brauche mehr Rum. Gold, willst du? Das Gold ist gut versteckt, ihr Halunken. Wenn ihr es erbeuten wollt, müsst ihr erst an mir vorbei. Ich schicke euch alle zusammen auf den Grund der tiefsten See. Beruhigen Sie sich, Captain. Wenn es nicht der passende Augenblick ist, kann ich später... Auf den Grund der tiefsten See! Es hat keinen Sinn. Wo willst du denn hin, Jim? Ich glaube, der Captain braucht ein bisschen frische Luft. Und ich auch. Oh, anscheinend bin ich irgendwo angekommen. Und allein bin ich ebenfalls nicht. Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Wer immer da vor mir steht. Guten Morgen, Sir. Das klingt nach einem freundlichen, liebenswerten Menschen. Einen, der einem armen Blinden, der sein kostbares Augenlicht bei der Verteidigung unseres großartigen König George, Gott segne ihn, verloren hat, sicher sagen kann, in welchem Teil dieses Landes er sich jetzt befinden mag. Sie stehen vor dem Admiral Benbow, Sir, in der Blackhill-Bucht. Das ist gut. Oh, und so eine nette, junge Stimme. Wärst du so gütig, mein liebenswürdiger Freund, mir deine Hand zu reichen und mich hineinzuführen? Sehr gerne. Wenn Sie Ihren Arm ausstrecken, ich halte meine Hand genau vor... Was soll das? Sie tun mir weh. Hören Sie auf, bitte. Du bringst mich jetzt zum Kapitän, mein Bester. Das geht nicht. Nichts bringt mich jetzt in seine Nähe, Sir. Bei allem guten Willen. Du traust dich nicht. Beweg dich, oder ich breche dir den Arm. Bitte, der Captain ist nicht mehr richtig im Kopf. Er sitzt mit gezogenem Säbel im Schankraum und redet wirres Zeug. Es ist gefährlich, in seine Nähe zu gehen. Ach was! Beweg dich! Und keine Dummheiten, verstanden? Führe mich dicht an ihn heran. Sobald wir vor ihm stehen, sagst du, hier ist ein Freund von euch. Tust du es nicht, tu ich mir hiervon. Captain? Captain, hier ist ein Freund von euch. Was? Wer? Bei allen Klabautern? Na, Bill, wegen dem guten alten Pew musst du nicht aufstehen. Bleib ruhig hocken. Aber Geschäft ist Geschäft. Strecke deine linke Hand aus. Du, Junge, nimmst sie und bringst sie an meine rechte. Gut so. Damit ist es abgemacht. Bis bald, Bill, mein Bester. Captain, was hatte das zu bedeuten? Der schwarze Fleck. Die Schweinehunde, die ihren Anteil nicht sparen konnten, wollen jetzt meinen stehlen. Nur über meine Leiche, hörst du, Jim? Und selbst dann sollen sie leer ausgehen. Um 10 werden sie hier sein. Noch 6 Stunden. Bis dahin kann ich
Captain! Captain, so sagen Sie doch etwas! Ma! Komm schnell! Der Captain ist umgefallen! Um Himmels Willen, was ist passiert? Da war dieser Blinde. Er hat dem Captain etwas gegeben, das ihn furchtbar erschreckt hat. Diesen Zettel mit einem schwarzen Fleck. Was in Gottes Namen soll das sein? Wenn ich das nur wüsste. Er wurde furchtbar blass im Gesicht, murmelte, dass sie in ein paar Stunden kämen, um ihn zu bestehlen. Dann ist er wie vom Blitz getroffen umgefallen. Lebt er noch? Ich glaube nicht, Jim. Kein Atem. Und auch sein Herz schlägt nicht. Gott sei seiner Seele gnädig. In ein paar Stunden tauchen seine Kumpane auf, um ihn zu bestehlen, sagst du? Ja, genau das waren seine Worte. Sie werden uns kaum das Geld lassen, was der Kapitän uns schuldet. Oder unser Leben, wenn sie uns hier vorfinden. Dann müssen wir sofort verschwinden. Das tun wir, sobald der Kapitän seine Rechnung beglichen hat. Schneide den Schlüssel von seinem Hals, Jim. Ich verriegle die Tür. Ja. Komm, hinauf in sein Zimmer. Da, Ma, da steht sie. Tatsächlich. Mach sie auf. Ein Anzug. Schnell, was steckt darunter? Rümpel, Zinnkännchen, Verdrannt, Tabak, sogar ein paar Muscheln. Nichts von besonderem Wert. Doch, warte, hier. Ein Bündel Papiere in ein Wachstuch eingeschlagen. Und ein Beutel voll mit Münzen. Dann lass uns unser Geld herauszählen. Der Rest bleibt, wo er ist. Ich bin eine ehrliche Frau. Sollen sich andere an dem toten Halunken da unten bereichern? Ja, hier. Aufwachen! Sie sind da. Wir müssen gehen. Es reicht noch nicht ganz, was wir haben. Sofort aufwachen! Verdammt! Aber länger zu warten wäre wirklich dumm. Vielleicht bringt uns das Bündel Papiere etwas ein. Ich nehme es als Ausgleich für den Rest der Summe mit. Hinten raus! Ja. Zur kleinen Brücke. Da finden Sie uns nicht. Ach, Jim. Ich schaffe es nicht. Du musst, Ma. Du musst. Es ist nicht mehr weit. Komm. Hinein mit euch. Hinein. Bill ist tot. Dann durchsucht seine Leiche, ihr Versager. Die anderen gehen nach oben und holen die Seekiste. Und? Hat er sie bei sich? Er ist nichts. Sieht aus, als wäre er schon durchsucht worden. Gar nichts hat er bei sich. Verdammt! Tom! Ist es da? Das Geld, ja! Zum Geier mit dem Geld! Ist Flints Schrift da? Wir sind zu spät. Sie haben die Kiste schon auf den Kopf gestellt. Es ist nicht zu finden. Dieser verdammte Bengel vom Benbow. Ich hätte ihn umlegen sollen, als ich Gelegenheit dazu hatte. Sucht sie zum Teufel! Sucht sie und findet sie! Das war Hiob. Gefahr ist im Anmarsch. Die Zollbeamten kommen. Hauen wir ab! Ihr Schafsköpfe! Suchen sollt ihr! Wir haben es doch direkt vor der Nase! Wenn ich nur Augen hätte, verdammt! Wo ist der Henker, Pew? Wir haben das Gold. Das ist mehr als nichts. Nichts? Nichts, ihr Idioten! Soll ich etwa ein armer, winselnder Bettler bleiben, nur weil ihr keinen Schneid habt? Ich werde euch lehren, was ihr aufgeben wollt. Hör auf damit! Raus, ihr verdammt! Ihr bleibt hier, ihr Hundesöhne! Vergiss es, Pew! Hey! Hey! Was soll das? Dirk! Schwarzer Hund!
Johnny! Wo seid ihr? Wo seid ihr hin? Ihr werdet doch den alten Pew nicht im Stich lassen, Kameraden. Tom, denkt doch an den alten Pew. Herein! Guten Abend. Oh, sehen Sie nur, wer uns da besucht, Squire. Wenn das nicht Jim Hawkins vom Admiral Benbow ist. Squire Trelawney, Sir. Guten Abend, Dr. Livesey. Jim Hawkins, so, so. Und etwas durcheinander, wie mir scheint. Was gibt es so Dringendes, dass du meine Unterhaltung mit dem Doktor unterbrichst? Lassen Sie den Jungen erst einmal zu Atem kommen. Jim, was ist denn passiert? Dr. Livesey, Sie erinnern sich doch an den Kapitän. Er bekam heute Besuch von einem Blinden. Und jetzt ist er tot. Tot? Um Himmels Willen. Was sagst du da, Junge? Piraten, Sir. Sie haben das Gasthaus überfallen. Aber den Kapitän hat er schon vorher erwischt. Er fiel plötzlich um wie ein gefällter Baum. Wie ich sehe, bist du unverletzt. Was ist mit deiner Mutter? Ihr geht es gut. Wir konnten rechtzeitig entkommen. Aber es war knapp. Piraten hier unter meinen Augen? Sie sind bereits über alle Berge. Die berittenen Zollbeamten haben sie vertrieben. Der Blinde ist ihnen dabei unter die Hufe gekommen. Mutter und ich konnten es aus der Ferne beobachten. Die Zollbeamten? Famos, ganz famos. Inspektor Dance weiß, was er tut. Ein guter Mann. Jim, mein junger Freund, weißt du, was die Piraten vom Kapitän wollten? Nun, ich denke, sie haben das hier gesucht. Ein Bündel Papiere. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der Kapitän des Lesens mächtig gewesen wäre. Schauen wir uns einmal an, was der alte Halunke so Wertvolles versteckt gehalten hat. Das ist ja interessant. Werter Squire, haben Sie jemals von diesem Flint gehört? Von ihm gehört? Ich bitte Sie. Flint war der blutrünstigste Pirat, der jemals zur See gefahren ist. Blackbeard war ein Waisenknabe im Vergleich zu Flint. Die Spanier hatten so eine fürchterliche Angst vor ihm, dass ich tatsächlich manchmal stolz darauf war, dass Flint ein Engländer war. Er war also sehr erfolgreich und... Haben Sie nicht die Geschichte gehört von Flint und seinem versteckten Goldschatz? Angenommen, hier vor uns liegt etwas, das uns verraten könnte, an welchem Ort Flint seinen Schatz vergraben hat. Was? Doktor, wenn ich das richtig verstehe, was Sie da andeuten, dann rüste ich sofort in Bristol ein Schiff aus und nehme Sie und Hawkins mit an Bord. Sehen wir erst einmal weiter, bevor wir Pläne schmieden. Was steht da, Dr. Livesey? Mr. William Bones, Steuermann. Kein Rum mehr. Vor Palm Key kriegte er es. Daraus lässt sich nicht viel entnehmen. Und hier, 12. Juni 1746. 70 Pfund Sterling, Höhe von Caracas. Bones, sein Anteil... Dazu jede Menge weiterer Summen. Das ist das Kassenbuch des schwarzherzigen Halunken. Sehen Sie diese Tabelle? Damit lässt sich französisches, englisches und spanisches Geld umrechnen. Bones war mit allen Wassern gewaschen. Der ließ sich nicht betrügen. Das macht den Anschein. Gut, wenden wir uns den anderen Papieren zu. Versiegelt. Bones wollte wohl nicht, dass man sie unbemerkt öffnen konnte. Eine Karte von einer Insel. Was bedeuten die roten Kreuze, Dr. Livesey? Die Erklärung steht direkt daneben. Hier der Hauptteil des Schatzes. Das ist nicht die Handschrift des Kapitäns. Ich tippe auf Flint persönlich. Dann könnte es also tatsächlich wahr sein. Auf der Rückseite findet sich noch mehr. Großer Baum, Nord-Nordost, 10 Fuß. Das Barren Silber ist in der nördlichen Grube gegenüber der schwarzen Klippe. Die Waffen sind im Sandhügel vom Vorsprung an der Flussmündung aus östlich und ein Viertel nördlich. J.F. Das ist er. Flint, kein Zweifel. Livesey, damit ist es beschlossen. Morgen fahre ich nach Bristol und in 3 Wochen, ach, was sage ich, in 10 Tagen haben wir das beste Schiff und die beste Mannschaft Englands.
Jim kommt als Kajütenjunge mit. Sie sind der Schiffsarzt und ich Admiral. Wir werden nicht die geringsten Schwierigkeiten haben, die Stelle zu finden. Und dann gibt es Geld genug, um sich darauf herumzuwälzen und es zum Fenster hinauszuwerfen, wenn wir wollen. Sie können auf mich zählen, Squire. Auf Jim ebenso, nicht wahr? Absolut, Dr. Livesey. Ich komme mit Ihnen. Vor einem einzigen Mann habe ich allerdings Angst. Und wer ist das? Wie heißt dieser Hund? Ich lasse ihn sofort in Ketten legen. Sie sind es, bei allem Respekt, Sir. Denn Sie können Ihren Mund nicht halten. Wir sind nicht die Einzigen, die von dieser Karte wissen. Die Kerle, die heute den Admiral Benbow angegriffen haben, werden nichts unversucht lassen, um ebenfalls an das Gold zu gelangen. Wenn nur ein Wort von unserem Vorhaben die Runde macht. Livesey, Sie treffen wie immer den Nagel auf den Kopf. Dieses Unternehmen ist ohne einen kühlen Kopf wie den Ihren zum Scheitern verurteilt. Und ich werde stumm bleiben. Wie ein Grab. Ich verspreche es. Was sagst du zu unserer Hispaniola, Jim? Ein wirklich beeindruckender Segler, nicht wahr? Der Beste der ganzen bekannten Welt, mein Wort darauf. Sieht wirklich sehr ordentlich aus, Sir. Ordentlich? Oh, ein wenig mehr Begeisterung darfst du ruhig zeigen, mein Junge. Die Hispaniola wird uns sicher zum Schatz und wieder zurückbringen. Ah, da ist die Leiter. Bereit, an Bord zu gehen? Ja, Sir. Sehr gut. Dann rauf mit dir. Willkommen, Admiral Trelawney. Die Mannschaft ist beinahe vollzählig. Wir können in Kürze auslaufen. Freut mich zu hören. Ist Dr. Livesey schon eingetroffen? Das ist er. Er wartet in der Kajüte auf Sie. Liegt Ihnen sonst noch etwas auf dem Herzen, Captain Smollett? Sie klingen unzufrieden. Das tut es. Ich möchte offen sprechen, Sir. Selbst auf die Gefahr hin, dass Sie es mir übel nehmen. Aber nicht hier an Deck. Dann gehen wir hinein. Dr. Livesey wird es ebenfalls interessieren, was Sie zu sagen haben. Mein lieber Doktor, wie ich hörte, lassen Sie es sich bereits gut gehen. Ich habe unseren guten Jim Hawkins mitgebracht. Und Kapitän Smollett, wie ich sehe. Aber wieso ziehen Sie so ein ernstes Gesicht? Stimmt etwas nicht? Der Captain bat mich um eine Unterredung. Er hat irgendwelche Bedenken, wie mir scheint. Bitte, Kapitän, was ist es? Nur zu, ich schätze, wenn man gerade heraus miteinander spricht. Bei allem Respekt, Sir. Mir gefällt diese Kreuzfahrt nicht. Mir gefallen die Leute nicht. Und mir gefällt mein Steuermann nicht. Das wäre es, kurz und bündig. Aha. Na, vielleicht gefällt Ihnen auch das Schiff nicht, Captain. Dazu kann ich noch nichts sagen. Aber es scheint ein schneidiger Schoner zu sein. Und wie steht es mit Ihrem Auftraggeber? Halt, das ist genug. Solche Fragen stiften doch nur Unfrieden. Ich für meinen Teil würde gerne erfahren, was den Kapitän an den genannten Dingen stört. Ich war angeheuert, um das Schiff auf Befehl des Admirals zu segeln, wohin er mir befiehlt und ohne Fragen zu stellen. Doch ich musste feststellen, dass jeder Mann an Deck mehr über das Ziel unserer Reise weiß als ich. Das ist inakzeptabel. Da pflichte ich Ihnen bei, Kapitän. Darüber hinaus hörte ich, dass wir auf Schatzsuche gehen. Wenn bereits die Mannschaft darüber plappert, wird es zwangsläufig am Ende um Leben und Tod gehen. Die Leute da draußen mögen vielleicht gute Seeleute sein. Dennoch gefallen sie mir nicht. Und das betrifft auch den Steuermann. Ein Offizier sollte nicht zu vertraut mit der Mannschaft sein. Das ist schlecht für die Disziplin. Wollen Sie etwa andeuten, dass Sie eine Meuterei befürchten? Ist ja unerhört. Ich deute gar nichts an. Aber ich bin für die Sicherheit des Schiffs verantwortlich und für das Leben aller Personen an Bord. Daher rate ich eindringlich dazu, das Pulver und die Waffen anstatt aufs Vorderschiff lieber unter der Kajüte zu verstauen. Lassen Sie Ihre eigenen Vertrauten dort schlafen. Und noch eins. Und das wäre? Es scheint eine Karte zu geben, welche die genaue Position des Schatzes beschreibt. Ich weiß nicht, wer diese Karte im Augenblick hat. Aber sollten Sie beabsichtigen, sie vor allen Augen herumzuzeigen, dann reiche ich hier und jetzt meinen Rücktritt als Kapitän dieses Himmelfahrtskommandos ein. Das wird nicht notwendig sein, Kapitän. Wir haben Ihre Einwände gehört und werden uns danach richten. Gut, damit sollte alles geklärt sein.
machen wir uns an die Arbeit und sehen zu, dass wir zügig auslaufen können. Jim, wenn du dich nützlich machen willst, kannst du dich beim Koch melden. Die Mannschaft wird hungrig sein, sobald alles verladen ist. Geh und hilf ihm, ja? Ich bin schon auf dem Weg. Rein, immer rein! Ah, du musst Hawkins sein. Komm rein und rede ein bisschen mit dem alten John Silver. Der Doktor schickt mich, Sir. Ich soll ihn zur Hand gehen. Bist immer willkommen, mein Sohn. Jetzt setz dich, setz dich. Das ist Captain Flint. Er sagt Hallo zu dir, Hawkins. Flint? Das ist ein ungewöhnlicher Name, Sir. Ich nenne meinen Papagei nach dem berühmten Seeräuber. Er prophezeit unserer Reise Erfolg, hörst du? Piester! 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 Woher hat er das? Dieser Vogel ist vielleicht 200 Jahre alt. Wer weiß das schon? Sie leben beinahe ewig. Er ist mit England gefahren, dem großen Piraten, ist auf Madagaskar gewesen und in Portobello. Er war dabei, als die Silberschiffe scheiterten und wieder aufgefischt wurden. Da hat er das Geplapper von den Piastern gelernt. Kein Wunder. 350.000 waren an Bord, Hawkins. Wenn du ihn ansiehst, denkst du, er ist unschuldig wie ein kleines Kind. Aber du hast das Pulver der Kanonen gerochen, nicht wahr, Captain Flint? Ah, mach, dass du weiterkommst, du Halunke! Ah. Ein hübsches Kerlchen, das ist er. Gib ihm ein paar Linsen, Hawkins. Die mag er am liebsten. Beißt er, Sir? Ob er beißt? Und wie? Pass nur auf, dass er nicht deinen Arm verschlingt. Ach, man kann kein Pech anfassen und dabei saubere Finger behalten, mein Junge. Der Vogel flucht das Blaue vom Himmel herunter und denkt dabei, es wäre bloß eine gemütliche Unterhaltung. Genug für heute, Captain Flint. Ab in deinen Käfig und dann gibst du Ruhe. Hilf mir mit der Decke, Junge. Ja, genau so. Ja. Auf damit. Und schon meint er, die Sonne ist untergegangen. Was kann ich noch tun, Sir? Nichts. Nichts mehr für heute. Genießen wir die Ruhe vor dem Unwetter. Unwetter? Guck nicht so, ich hab nur Spaß gemacht. Spürst du das? Das alte Mädchen bewegt sich. Wir haben abgelegt und los geht's auf große Fahrt. Was für ein Abenteuer. Du solltest dir jetzt schon mal unter Deck eine hübsche Hängematte suchen, Hawkins. Sonst sind alle belegt. Los, los. Wir sehen uns morgen rechtzeitig bei Sonnenaufgang. Du wirst mir beim Zubereiten des Frühstücks helfen, klar? In Ordnung, Sir. Morgen bei Sonnenaufgang. Ja, guter Junge. Und bis dahin wünsche ich dir eine formidable Nacht. Träum von den weißen Stränden auf Malabar. Ab mit dir. Jim? Du fährst mittlerweile lange genug unter meinem Kommando, um zu wissen, dass man die Nachtwache nicht stört. Mir knurrte der Magen, Kapitän. Sir, ich möchte nur kurz zum Apfelfass. Ist das in Ordnung? Ausnahmsweise, Jim. Aber beeil dich. Ich sage dem Bootsmann Bescheid, dass du dich hier noch herumtreibst, bevor ich selbst runtergehe. Damit er ein Auge auf dich hat. Danke, Kapitän Smollett. Es wird nicht lange dauern. Mist. Ach, ich komme so nicht ran. Also dann, ganz rein. Na. Also, auf dich. Oh, kurze Pause. Dann wieder raus.
Was redest du da, Dick? Flint war der Kapitän, ich war nur Matrose. Und das trotz des Holzbeins. Dieselbe Breitseite, die mir damals mein Bein wegriss, kostete den alten Pew seine Augen. Der Doktor, der es amputierte, wurde gehängt und an der Sonne getrocknet, wie alle anderen von Roberts Leuten. In Corso Castle. Da nutzte ihm auch sein Latein nicht viel. Silver kennt den Blinden? Das darf doch nicht wahr sein. Das kommt davon, wenn sie die Namen ihrer Schiffe ändern. Royal Fortune und so weiter. Nee, so wie ein Schiff getauft wurde, so soll es auch weiter heißen, das sage ich. So war es auch mit dem alten Walross, Flints Schiff. Schlüpfrig vom roten Blut und fast bis zum Sinken mit Gold beladen. Flint war einfach der großartigste von allen. Davis war auch ein guter Mann. Oder England. Doch jetzt bin ich hier auf eigene Rechnung. Dass man Geld verdient, reicht nicht. Man muss es auch zu sparen wissen, das sage ich dir. Wo sind Englands Männer? Keine Ahnung. Flints Leute. Wenigstens die meisten sind alle hier an Bord und froh, dass sie regelmäßig zu fressen bekommen. Außer Pew. Der hat seine Beute verschleudert und dann jahrelang gebettelt und gehungert. Jetzt ist er kalt und unter der Erde. Gottverdammt. Ja, er scheint nicht besonders viel Glück gehabt zu haben. Dummköpfe werden vom Glück gemieden wie die Pest. Da kannst du dich drauf verlassen. Du bist doch noch recht jung, aber äußerst helle. Das wusste ich gleich, als ich dich zum ersten Mal zu sehen bekam. Deshalb will ich mit dir wie mit einem richtigen Mann reden. Sollen die anderen ruhig ihr Geld für Rum und ein verschwenderisches Leben ausgeben. Sobald ich von dieser Fahrt zurückkehre, bin ich ein gemachter Mann. Und ich werde es auch bleiben. Dasselbe rate ich dir. Halte das Geld beisammen, was wir hier einbringen werden. Dann lässt es sich besser gut leben. Das klingt nach einem guten Rat. Prahlen ist eigentlich nicht meine Art, aber du siehst ja selbst, was ich für ein netter Kamerad bin. Auf einem Schiff, auf dem der alte John Silver ist, brauchst du keine Angst zu haben. Die Geschichte gefiel mir bisher eigentlich überhaupt nicht. Aber jetzt, wo ich mit dir gesprochen habe, meine Hand drauf. Ich bin dabei. Braver Junge. Bist tatsächlich so clever, wie ich dachte. Dick ist auf unserer Seite. Richtig entschieden, Kamerad. Wie ein Idiot sahst du für mich auch nicht aus. Aber sag mal, Silver, wann schlagen wir endlich los? Ich hab genug von Kapitän Smollets Schinderei. Das geht schon zu lange so. Wann? Sperr deine Ohren auf, Israel. Du wirst weiterhin schlafen, arbeiten, vernünftig reden und nüchtern bleiben, bis ich das Zeichen gebe. Und das gebe ich so spät, wie es möglich ist. Keine Sekunde eher, verstanden? Wir brauchen den Kapitän, den Doktor und den Squire ebenso. Wegen mir fangen wir erst an, wenn sie uns den halben Weg zurückgebracht haben. Nein. Sind doch genug Seeleute an Bord. Wozu brauchen wir dann diese Geldsäcke? Wir können einen Kurs segeln, ja. Aber wer bestimmt ihn für uns? Ich kann es nicht und die anderen ebenso wenig. Ihr denkt nur daran, genug Rum bis zum Umfallen zu haben. Und wenn ihr dafür zum Galgen müsst, weiter denkt ihr nicht, eine Schande ist das. Was machen wir denn mit ihnen, wenn wir sie überrumpelt haben? Hörst du, Israel? Neben dir sitzt ein Mann mit Verstand. Das nenne ich Geschäftssinn. Na, was meint ihr? Sie an Land aussetzen, wie England es gemacht hätte? Oder abstechen, wie es Flints Art war? Oder Billy Bones seine? Ich bin ein Gentleman, aber dieses Mal ist es überaus ernst. Wenn ich zu Hause mit meiner Kutsche umherfahre, dann will ich nicht, dass diese Herren unerwartet auftauchen und mir Probleme machen. Ich stimme für tot. Ganz meine Meinung, Silver. Tote Leute beißen nicht. Damit ist es beschlossen und wird mit Rum besiegelt. Eher mit euren Bechern. Ich muss die anderen warnen. Gut Glück. Auf den alten Flint. Auf uns selbst.
einen Haufen Geld und was Ordentliches im Bauch. Ja, kneif mich doch! Wir sind da! Oh, vor uns liegt unsere Insel, Leute! Land! Land in Sicht! Ja! Segel reffen und den Anker werfen. Und danach will ich Ruhe an Deck. Nun, Leute, wer von euch kennt das Land da vor uns? Ich, Kapitän. Das ist die sogenannte Skelettinsel. Ich legte mit einem Kauffahrer hier an. Der beste Ankerplatz ist auf der Südseite, gleich hinter einer kleinen Insel. Captain Kidds Ankergrund, so heißt er. Ein starker Strom läuft an der Küste nach Süden und dann wieder an der Westküste hinauf nach Norden. Danke, Mann. Das genügt für das Erste. Sollte ich später noch mehr wissen müssen, lasse ich Sie rufen. Oh, ich stehe gern zur Verfügung, Kapitän Smollett. Ah, Jim, mein Bester. Das ist ein famoser Ort, diese Insel. Besonders für einen Jungen wie dich. Du wirst baden, auf Bäume klettern und Ziegen jagen. Und sieh dir erst die Berge an. Wahrhaftig, der Anblick macht mich wieder jung. Wenn du einen Streifzug unternehmen willst, dann frage nur den alten John. Er macht dir einen ordentlichen Proviant zurecht, den du mitnehmen kannst. Du weißt ja, wo du mich findest. Jim, darf ich dich kurz um einen Gefallen bitten? Natürlich, Dr. Livesey. Ich habe meine Pfeife unter Deck vergessen. Wärst du so nett und würdest sie mir holen? Der Tabak liegt direkt daneben. Das tue ich gern. Dr. Livesey, ich habe fürchterliche Neuigkeiten, die nicht warten können. So schlimm? Weit mehr, als Sie sich ausdenken können. Bitte, ich muss Ihnen so schnell wie möglich davon erzählen. In Ordnung. Ich spreche mit den anderen. Wir treffen uns in der Kajüte. Meine Herren, es gibt ein Problem. Wir sollten uns unauffällig zurückziehen. Was meinen Sie damit? Was soll denn nicht stimmen? Jim wird es uns erklären. Es scheint sehr wichtig zu sein. Ich verstehe. Dann sorge ich für etwas Ablenkung. Bootsmann, rufen Sie die Mannschaft zusammen! Leute, wir haben unser Ziel erreicht. Admiral Squire, der ein sehr großzügiger Dienstherr ist, wie wir alle wissen, fragte mich soeben danach, wie ich eure Arbeit bis hierhin einschätze. Ich konnte ihm gerne sagen, dass jeder Mann an Bord seine Pflicht getan hat, wie ich es nicht besser hätte verlangen können. Als Belohnung wird daher eine Runde Grog für euch alle ausgeteilt. Trinken wir auf unser Wohl und das Glück! Ein Hurra auf Admiral Trelawney! Hurra! Ja! 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 Kommen Sie, meine Herren. Hören wir uns die Neuigkeiten an. Trink, 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 trink. Da sind Sie ja endlich. Ich habe es kaum noch ausgehalten. Heraus damit, Jim. Was hast du uns zu sagen? Eben trafen sich John Silver, der Seemann Dick und Mr. Israel Hands am Deck. Ich saß zu der Zeit im Apfelfass und konnte alles mit anhören. Eine Meuterei ist im vollen Gange und Silver ist ihr Anführer. Sie wollen losschlagen und uns alle umbringen, sobald der Schatz gefunden ist. Kein Zweifel? Dann ist es wirklich so schlimm, wie du es angekündigt hast. Deine Umsicht hat uns vermutlich alle gerettet. Also doch. Nun, Captain, Sie haben recht gehabt und ich hatte Unrecht. Ein ausgemachter Esel war ich. Na, der größere Esel von uns beiden war zweifellos ich. Ich hätte merken müssen, dass etwas im Gange ist. Aber diese Mannschaft hat mich geschickt getäuscht, wie ich zugeben muss. Unser Koch scheint ein außerordentlicher Mann zu sein, wenn er das bewerkstelligt hat. Wer weiß, was er noch tun wird. So wie ich das sehe, werden wir dennoch einfach weitermachen müssen, als ob nichts wäre. Beim Befehl umzukehren, würden sie sofort über uns herfallen. Aber es bleibt uns noch ein wenig Zeit. Wenigstens bis der Schatz gefunden ist. Danach wird es brenzlig. Ich schlage vor,
Wir versuchen, den Zeitpunkt des unvermeidlichen Kampfes selbst zu bestimmen. Wie vielen Leuten können wir trauen? Uns selbst, meinen Bediensteten und natürlich Jim. Das sind 7. Damit stehen 19 auf der anderen Seite, sofern es darunter nicht doch noch ehrliche Seelen gibt. Dann sollten wir schnell herausfinden, wer das ist. Unser Jim hier ist dafür der beste Mann. Niemand an Deck misstraut ihm. Schaffst du das, Hawkins? Ja, Kapitän Smollett. Ich tue, was ich kann. Sehr gut. Die Stimmung wird sich schlagartig verschlechtern, jetzt, wo der Schatz in greifbare Nähe gerückt ist. Mein Vorschlag? Lassen wir sie doch danach suchen. Landurlaub für die Mannschaft. Gehen sie alle, können wir das Schiff verteidigen. Geht keiner, dann wehren wir uns, solange wir können, hier in der Kajüte. Abgemacht. Erteilen Sie Landurlaub und danach planen wir die weiteren Schritte. Jim, du gehst mit an Land. Hör dich unauffällig um. Ja, Kapitän. Halte dich von den Meuterern fern und pass auf dich auf. Ich will dich heil zurück an Bord sehen, Jim. Mir wird schon nichts passieren. Ich versprach deiner Mutter, auf dich aufzupassen. Hier, steck diese Pistole ein. So kannst du dich im Notfall verteidigen. Steck sie unter deine Jacke und zeig sie niemandem. Wer ist da? Halt! Wo ist der hin? Der kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Da! Ich kann Sie sehen, Sir! Kommen Sie heraus! Sofort! Bitte, bitte. Seit 3 Jahren habe ich mir keiner Menschenseele gesprochen. Ich bin keine Gefahr für dich. Wie ein Untier sehe ich aus. Ich weiß, kein vernünftiges Hemd am Leib. Nur Fetzen von altem Segeltuch und Zweige. Aber ich bin ein Mensch. Ein Mensch. Wer sind Sie? Ben Gunn, das ist mein Name. Der arme, alte Ben Gunn. 3 Jahre? Haben Sie Schiffbruch erlitten? Nein, nein, kein Schiffbruch. Ausgesetzt wurde ich. Ausgesetzt. Habe seitdem von Ziegen, Bären und Austern gelebt. Weißt du, was ich am meisten begehre? Käse. Du hast nicht zufällig welchen dabei? Nein? Ach, wie lange träume ich schon davon. Ein winziges Stückchen Käse. Wenn ich zurück an Bord kommen kann, dann sollen Sie Käse bekommen. Pfundweise, wenn Sie wollen. Das würdest du tun, Junge? Barmherziger Gott, ich danke dir. Wie heißt du, Junge? Mein Name ist Jim. Jim Hawkins. Weißt du, Jim Hawkins, ich habe wirklich ein schlimmes Leben geführt. Du würdest dich für mich mitschämen, müsste ich dir davon erzählen. Aber 3 einsame Jahre verändern einen Mann. Ich werde ein guter Mensch sein. Dir nichts tun. Versprochen. Bei meiner Seele. Und Jim, ich bin reich. Reich! Reich! Ich werde einen Mann aus dir machen, der sich sehen lassen kann. Weil du der Erste bist, der mich gefunden hat. Sag mir die Wahrheit. Das ist doch nicht Flints Schiff, oder? Flint ist tot. Und das ist nicht sein Schiff. Es sind jedoch einige von seinen Leuten an Bord und das ist schlimm für uns andere. Sie wollen das Schiff übernehmen und alle anderen umbringen. Meuterei? Das ist wirklich, wirklich übel. Der Admiral hat mich mit ihnen an Land geschickt, um sie auszuhorchen. Ach, wenn ich nur wüsste, wie. Ich kann ihnen nicht direkt über den Weg laufen, besonders nicht ihrem Anführer, John. John, hör doch nicht dein Mann mit einem Bein. Silver? Richtig, Silver. John Silver, das war sein Name. Wenn er dich geschickt hat, bin ich verloren. Das weiß ich. Aber du bist ein guter Junge, Jim, nicht wahr? Was sagst du? Ihr steckt in der Klemme? Dann helfe ich euch. Ja. Denkst du, euer Admiral wird sich anständig zeigen und mir ein Stück des Goldes überlassen? Mit Sicherheit. Der Squire ist ein Ehrenmann. Es war sowieso bereits ausgemacht, dass jeder, der mithilft, seinen Anteil bekommt. Jim, ich war auf Flints Schiff, als er den Schatz vergrub. Er und 6 Mann.
starke Seeleute. Doch nach einer Woche kam nur Flint zurück. Die anderen waren tot und begraben. Keiner weiß, wie er das geschafft hat. Billy Bones war sein Steuermann. Long John, der Matrose. Aber auch sie trauten sich nicht auf die Insel, um auf eigene Faust nach dem Schatz zu suchen. Das muss aber länger her gewesen sein als 3 Jahre. Schlauer Bursche. Ich kam mit einem anderen Schiff hierher. Später. 12 Tage suchten wir vergeblich nach dem Gold. Bis die anderen die Geduld verloren und mich zurückließen. Mit nichts als einer Muskete, einem Spaten und einer Hacke. Eine schlimme Zeit. Das glaube ich Ihnen gerne, Sir. Hauptsache, du erzählst deinem Admiral, dass Ben Gunn ein guter Mensch ist. So musst du es sagen, dass ich mehr Vertrauen in einen Gentleman habe, der als Gentleman geboren wurde, als zu diesen Glücksjägern, wie ich einer gewesen bin. Das will ich ja alles tun, aber wie soll ich allein an Bord der Hispaniola kommen? An Flints Leuten vorbei wird das kaum gelingen. Ja. Warte, ich habe ein Boot, gebaut mit meinen eigenen Händen. Es liegt versteckt unter der weißen Klippe. Damit kannst du es versuchen, sobald es dunkel geworden ist. Was war das? Die scheinen es eiliger zu haben, als ich dachte. Das Gefecht hat begonnen. Wir müssen los. Kommen Sie, Sir. Zeigen Sie mir Ihr Boot. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Das mache ich. Aber zum Schiff mitkommen? Nein, das nicht. Das kannst du nicht verlangen. Wenn du mich suchst, dann findest du mich hier. Hier, hörst du? Ben Gunn wird auf dich warten. Wir müssen schnell und dennoch vorsichtig rudern. Gehen wir es zu stark an, kentern wir. Das Boot ist völlig überladen. Die Strömung treibt uns fortwährend ab. So kann ich nicht auf die Blockhütte zuhalten, die auf Flints Karte eingezeichnet ist. Ich weiß. Versuchen wir, so dicht wie möglich heranzukommen, bis wir die Strömung im Griff haben. Die Halunken machen die Neunpfünder klar. Israel Hans war Kanonier. Mit unserem aktuellen Kurs sind wir für ihn so leicht zu treffen wie ein Scheunentor. Wer ist unser bester Schütze? Der Squire, ohne jeden Zweifel. Wenn Sie dann so freundlich wären, Admiral Trelawney, wenn möglich gleich Mr. Hans. Es ist mir ein Vergnügen. Nicht ganz, Hans, aber auch kein Fehlschuss. Sie ziehen die Köpfe ein. Wenigstens für eine Weile. So oder so, das wird die Halunken an Land aufscheuchen. Wir sollten uns in die Riemen legen, bevor sie uns den Weg abschneiden. Wir müssen es hinter die Landzunge da drüben schaffen. Dann ist ihre Kanone sinnlos. Selbst Hans kann nichts treffen, was er nicht sieht. Außer er landet einen Glückstreffer. Hintergrund! Daneben, wenn auch nur knapp. Bis zur Küstenspitze sind es keine 40 Ruderschläge mehr. Jetzt gilt es. Der nächste Schuss wird uns nicht mehr verfehlen. Ihr Treffer scheint Eindruck hinterlassen zu haben, Admiral. Die Halunken an der Kanone nehmen sich nicht mehr die Zeit zum Zielen. Entweder das, oder sie sind immer noch irritiert, dass wir das Schiff kampflos aufgegeben haben. Ich teile allerdings ihre Auffassung, dass es keinen Sinn hatte, weiter an Bord zu bleiben. Es haben einfach zu viele von den Meuterern den Landurlaub ausgeschlagen. Silver hat sie gut unter Kontrolle. Der Unterschlupf, der auf der Karte Flints eingezeichnet ist, schien mir die bessere Wahl, um heil aus dieser Sache zu gelangen. Die Kajüte wäre uns schnell zu eng geworden, wenn diese Leute ernst gemacht hätten. Der Sandstrand. Wir haben ihn erreicht. Ins Unterholz mit dem Boot. Wenn sie nicht gleich danach suchen, bleibt es uns vielleicht erhalten. Vorwärts, Leute. Bis zur Blockhütte ist es nicht weit. Hauptsache, wir kommen vor den anderen dort an. Da, da ist die Palisade. Wir sind fast da. Achtung, links von uns. Einen hat's erwischt, die anderen hauen ab. Aber sicher nicht für lange. Ziehen wir uns besser hinter den Holzfall und in die Blockhütte zurück. Da werden sie es schwer haben, uns zu erwischen. Rüber mit den Vorräten und dem Pulver. Da ruft einer. Wer ist das? Das ist Jim Hawkins, unser Tausendsasser. Jim? Unser Jim? Doktor! Squire! Kapitän Smollett! Wir hatten schon befürchtet, die Piraten hätten dich erwischt.
Warst du erfolgreich mit deiner Erkundigungsmission? Ich habe mich von Ihnen ferngehalten, wie es nur ging. Und trotzdem Neuigkeiten erfahren. Meine Hochachtung, Jim. Meine Hochachtung. Gesund und munter, wie er uns verlassen hat. Ist das zu fassen? Alles bestens, ja. Dann lass hören. Erst teilen wir die Wachen ein. Danach ist immer noch Zeit für eine Unterhaltung. Wir sind nicht außer Gefahr. Doktor, Sie bilden mit Jim und Bray die erste Wache, der Squire mit seinem Bediensteten die zweite. Ei, Kapitän Smollett. Darüber hinaus brauchen wir Feuerholz und frisches Wasser. Ich teile den Proviant ein. Nach meiner ersten Schätzung reicht es für gut 10 Tage. Bei knappen Rationen. Das ist mehr als dürftig. Wir können nur hoffen, dass wir die Piraten bis dahin erledigen oder sie davonsegeln, bevor wir uns ergeben müssen. Zum Glück bleiben uns bis dahin noch ein paar Möglichkeiten. Und jetzt zu dir, Jim. Was gibt es Neues? Stellen Sie sich vor, Doktor. Es lebt noch jemand auf der Insel. Wie kann das sein? Ein Schiffbrüchiger? Das habe ich auch erst angenommen. Nein, ausgesetzt hat man ihn. Vor über 3 Jahren. Ben Gunn ist sein Name. Er ist mit Flint gesegelt, als sie den Schatz hier vergruben. Die Einsamkeit hat ihn ganz schön mitgenommen. Aber er wird uns helfen. Du hältst ihn also für einen vernünftigen Menschen? Ich weiß es nicht, Doktor. Er scheint seinen Verstand verloren zu haben. Und er hat Angst vor Silver. Das glaube ich ihm sogar. Du weißt, wo man ihn antreffen kann? Ja, Doktor. Ich führe sie hin, sobald es geht. Allerdings... Eine weiße Flagge! Da kommt ein Unterhändler. Es ist Silver höchstpersönlich. Bleibt alle im Haus! Ich wette 10-1, dass es ein Hinterhalt ist. Ladet die Musketen und haltet die Flanken im Auge. Los, los! Stehen bleiben, Silver, oder wir schießen! Ich biete Verhandlungen an. Mit vernünftigen Bedingungen. Ohne Widerwärtigkeiten. Ich will nur Ihr Wort als Gentleman, Captain Smollett, dass Sie mich heil und gesund wieder gehen lassen. Ich habe nicht das geringste Verlangen, mit Ihnen zu sprechen. Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann tun Sie es. Verrat gibt es nur auf Ihrer Seite, nicht auf meiner. Das genügt mir. Ein nettes Plätzchen haben Sie hier. Ah, da ist ja Jim. Recht schönen guten Morgen, Jim. Doktor... Ihr ergebener Diener. Ach, da sitzen ja alle zusammen wie eine glückliche Familie. Das gefällt mir. Piester, Piester, lass den Kiel holen. Wenn Sie mir etwas zu sagen haben, dann sagen Sie es. Da haben Sie recht, Kapitän Smollett. Pflicht ist Pflicht. Ich will Ihnen den nächtlichen Streich nachsehen. Einige meiner Leute haben einen gehörigen Schreck bekommen. Das muss ich zugeben. Ihr Glück, dass ich zu spät aufgewacht bin. Sonst wäre das anders ausgegangen und wir hätten niemanden verloren. Davon weiß ich nichts. Nur weiter. So, so. Muss also der Geist der Insel meine Leute umgebracht haben. Naja, sei es drum. Die Sache ist also so. Wir wollen den Schatz haben und wir werden ihn kriegen. Das ist für uns die Hauptsache. Sie möchten ebenso gern Ihr Leben retten. Das ist für Sie die Hauptsache, richtig? Kurzum, ich will die Karte. Als Gegenleistung biete ich Ihnen entweder einen Platz auf der Hispaniola, bis wir Sie heil und gesund an Land setzen können, oder mein Ehrenwort, sofern Sie hierbleiben wollen, dass ich das erste Schiff hierher schicke, das ich antreffe. Etwas Besseres können Sie nicht erwarten. Mach, dass du wegkommst, Halunke! Ist das alles? Mein allerletztes Wort zum Donnerwetter. Ansonsten gibt es nur Musketenkugeln. Dann sage ich Ihnen jetzt, was ich davon halte. Wenn Ihr einer nach dem anderen einzeln und unbewaffnet herkommt, dann verpflichte ich mich, Euch alle in Ketten nach England zu schaffen, damit Ihr vor Gericht gestellt werdet. Andernfalls werde ich Euch alle zum Teufel schicken, verstanden? Und jetzt macht, dass ihr verschwindet! Das werdet ihr bereuen! Ihr alle! Ich werde euch in eurem Blockhaus ausräuchern! In einer Stunde lacht hier niemand mehr zum Donner! Dann spuckt der Teufel auf eure Kadaver! Alle auf die Posten! Haltet die Augen offen!
An Leuten sind sie uns überlegen. Aber wir kämpfen aus der Deckung heraus. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass wir sie schlagen werden. Da ist einer. Haben Sie ihn erwischt? Nein, ich denke nicht. Das ist jetzt egal. Die kommen von der Nordseite. Sie sind über die Palisade. Auf sie, alle Mann! Nehmt die Säbel! Wir müssen sie aufhalten, bevor sie die Blockhütte stürmen können. Verdammt, das war meine letzte Kugel. Mit dem Säbel bin ich keine Hilfe. Was mache ich bloß? Ich weiß. Das! Da kommen noch mehr! Rückzug! Lauf! Rückzug! Sie sind uns über! Sie rennen wie die Hasen! Wir haben gewonnen! Der Captain ist verwundet. Und meine beiden Bediensteten hat es erwischt. Joyce ist tot und Hunter wird die nächsten Stunden kaum überleben. Verdammt. 5 von den Piraten hat es erwischt. Das ist ein besseres Verhältnis als zu Anfang. Immerhin ein Trost, wenn auch ein geringer. Ich sehe mir die Wunden des Kapitäns an. Die anderen schaffen die toten Piraten beiseite. Ich glaube nicht, dass die Halunken es heute noch einmal versuchen werden. Jim, halte du trotzdem Ausschau. Jim, wo ist dieser Junge schon wieder hin? Ist das denn zu glauben? Das Boot von Ben Gunn. Immer noch versteckt an der weißen Klippe. Sieht nicht sonderlich robust aus, aber es wird bestimmt halten. Die Piraten werden Augen machen, wenn sie feststellen, dass das Ankertau durchgeschnitten ist und die Hispaniola auf Grund läuft. Das sollte ihnen die Lust nehmen, einfach abzuhauen. Alles ruhig an Deck. Aber es müssten noch mindestens 2 Wachen da sein. Komisch. Hast du schon wieder alles leer gesoffen? Verdammter Säufer, hol gefälligst Nachschub! Geh doch selbst, ich bin nicht dein Kammerdiener. Aber dafür bist du wahrscheinlich auch zu blöd. Schaffst ja an Deck kaum auf den Beinen zu bleiben. Selbst bei Flaute, du dämlicher Esel. Ich zeig dir, wer hier ein dämlicher Esel ist. Die beiden sind abgelenkt. Dann mal frisch ans Werk. Messer raus und durch mit dem Ankertau. Und jetzt das zweite. Geschafft. Die Hispaniola driftet mit der Strömung ab. Soll ich... Mit ein bisschen Glück kann ich den Segler wieder für uns gewinnen. Also los. Da sind die beiden Halunken. Liegen auf den Planken, als hätten sie sich gegenseitig umgebracht. Mr. Hans sieht übel aus. Das viele Blut. Der war die längste Zeit gefährlich. Melde mich an Bord, Mr. Hans. Du? Oh. Gib mir Branntwein, bitte. Warum sollte ich ausgerechnet Ihnen helfen? Der letzte Wunsch eines Sterbenden. Das kannst du mir nicht abschlagen. Da hinten liegt eine Buddel. Siehst du? Ja, in Ordnung. Ich hole sie. Oh, zum Donner, das hatte ich aber sehr nötig. Sind Sie schlimm verwundet? Ja, wenn der Doktor an Bord wäre, würde er mich sicher wieder hinbekommen. Aber ich habe nun mal gar kein Glück. Das ist so mit mir. Der Waschlappen da drüben, er ist tot. Dreckiger Irländer, aber was soll's.
Tote Hunde beißen nicht. Das ist meine Meinung. Ich bin hier, um das Schiff in Besitz zu nehmen, Mr. Hans. Und Sie werden bis auf Weiteres so gut sein und mich mit Kapitän ansprechen. Verstanden? Oh, Kapitän also. Wie Sie wünschen, Kapitän Hawkins. Wie lauten die Befehle? Sie bleiben, wo Sie sind. Dieses Schiff ist nun wieder in englischer Hand. Ich hole die schwarze Flagge ein. Besser gar keiner als diese. Das wäre geschafft. Da fliegt sie dahin. Woohoo! Gott schütze den König! Es ist aus mit Kapitän Silver. Das wollen wir doch noch sehen, Bürschchen. Zurück oder ich schieße! Jetzt bleiben Sie doch stehen, Kapitän Hawkins. Ich warne Sie, Hans. Ich will dir nur mein hübsches Spielzeug zeigen. Spitz und besonders scharf ist es. Bleiben Sie weg! Noch einen Schritt näher und ich schieße Ihnen eine Kugel in den Kopf. Tote Hunde beißen nicht, das wissen Sie ja. Warum so schüchtern, Bursche? Du kennst doch den guten Mr. Hans. Wir sind alte Kumpels, du und ich. So wie O'Brien da drüben und ich es waren. Das geht ganz schnell. Wirst schon sehen. Das war knapp. Jetzt ist er genauso tot wie sein Kumpan O'Brien. Was zum... Das Schiff ist aufgelaufen und weit ab vom Piratenlager. Was für ein Glück. Dann kann ich zurück und den anderen davon berichten. Bis zur Blockhütte ist es noch ein ganz schönes Stück. Hoffentlich schaffe ich es noch, bevor die Sonne untergeht. Ich muss mich beeilen. Es wird schon dunkel. Gleich sehe ich keine Hand mehr vor Augen. Da ist die Blockhütte endlich. Kein Feuer? Wo sind die Wachen? Scheint ist alles gut. Das wird eine großartige Überraschung für den Doktor und die anderen. Piester! Ein Eindringling, wacht auf und haltet ihn fest! Ich hab ihn erwischt! Bring eine Fackel, Dick! Wir wollen sehen, wen wir hier haben. Hol mich, der Kuckuck. Jim Hawkins. Da bist du aber in einen ordentlichen Schlamassel hineingeraten, was? John Silver. Ganz recht. Du brauchst keine Angst zu haben, Jim. Ich freue mich, dich zu sehen. Das ist eine wirklich angenehme Überraschung. Wo ist der Kapitän? Und der Doktor? Und der Squire? Ach, denen gehst du besser aus dem Weg. Besonders Kapitän Smollett ist nicht sehr gut auf dich zu sprechen. Du weißt, wie sehr er Wert auf Disziplin legt. Und du bist einfach ausgebüxt. Selbst der Doktor nannte dich einen undankbaren Bengel. Glaub mir, bei uns bist du momentan viel besser aufgehoben, mein lieber Jim. Ich glaube Ihnen kein Wort. Das bleibt ganz dir überlassen. Du kannst dich mir anschließen und ich passe auf dich auf. Oder du lässt es bleiben. Dann allerdings, wie ich das sehe, hast du nicht sehr viele Möglichkeiten. Nur entscheiden musst du dich. Bevor ich das tue, will ich wissen, was aus den anderen geworden ist. Das ist ein gutes Recht, wie ich finde. Der Doktor kam mit einer weißen Flagge zu uns ins Lager und sagte uns, dass das Schiff weg sei. Was haben wir da dumm aus der Wäsche geguckt, das kannst du mir glauben. Aber er hatte noch mehr für uns. Er bot einen Tausch an. Freies Geleit für 4 Leute. Im Gegenzug bekamen wir die Blockhütte, Vorräte und noch etwas dazu. Wo sie hin sind, weiß ich nicht.
Aber du warst in diesem Handel nicht inbegriffen. Das ist alles? Na, es ist wenigstens alles, was du zu hören kriegen sollst, mein Sohn. Und jetzt musst du wählen. Nicht, bevor ich ihr nicht auch etwas gesagt habe. Ihr seid wirklich übel dran. Das Schiff ist verloren, der Schatz ist verloren, die Mannschaft auch. Das ganze Vorhaben ist gescheitert. Und wenn Sie wissen wollen, wer dafür verantwortlich ist, ich bin es. Ich belauschte Ihr Gespräch in der Nacht, als wir die Insel sichteten. Ich war es, der die Ankertower der Hispaniola durchgeschnitten hat und das Schiff an einen Ort brachte, an dem Sie es nicht finden werden. Wegen mir schlafen Hans und O'Brien bei den Fischen. Donnerwetter! Töten Sie mich, wenn Sie dazu Lust haben. Oder Sie lassen mich am Leben, dann werde ich als Zeuge vor Gericht für Sie aussagen und für Sie tun, was ich kann. Das wäre natürlich zu bedenken. Hört endlich auf mit dem Gequatsche! Er hat genug Ärger gemacht. Machen wir ihn kalt! Ah! Weg da, Tom Morgan! Hältst du dich auf einmal für den Kapitän? Wenn du den Mut hast, zieh deinen Säbel. Und dann will ich trotz meiner Krücke die Farbe deiner Eingeweide sehen, bevor ich diese Pfeife aufgeraucht habe. Das gilt für euch alle. Ach, das habe ich mir gedacht. Keinen Mumm habt ihr. Und jetzt haut ihr auch noch ab. Wohin soll es denn gehen? Mannschaftsbesprechung, Captain. Ist unser gutes Recht. Da hat er recht. Das kann uns niemand verweigern. Ja, ja. Genau. Gehen wir raus, vor die Tür. Da sind wir für uns. Das sieht nicht gut aus. Wir stehen eine Handbreit vor dem Tod, Jim. Und Schlimmerem. Sie werden mich absetzen. So viel ist sicher. Sie meinen, Sie werden ihnen nicht mehr gehorchen? Jawohl, das meine ich. Schiff verloren, kein Schatz in Sicht, zack, Kragen verloren. So steht die Sache. Pass auf, vergessen wir, was gewesen ist. Wir beide stehen Rücken an Rücken. Ich will alles tun, um dich zu retten. Du rettest dafür den alten Long John Silver, damit er nicht an den Galgen kommt. Einverstanden? In Ordnung. Was ich tun kann, will ich tun. Dann ist es abgemacht. Oh, sie kommt zurück. Los, bring es hinter dich. Ich werde dich nicht fressen. Ich kenne die Regeln. Dann gib mir die Hand. Da hast du sie. Ah, wie ich mir gedacht habe. Der schwarze Fleck. Und jemand hat hübsch abgesetzt drauf gekritzelt. Sehr schön. Raus mit euren Beschwerden. Ich bin ganz Ohr. Wir sind uns alle einig. Erstens hast du die ganze Fahrt verfuscht. Das kannst du nicht leugnen. Zweitens hast du den Feind abziehen lassen. Einfach so. Drittens hast du uns versprochen, sie auf dem Marsch zu überfallen, was nicht passiert ist. Warum, frage ich dich? Weil du mit ihnen unter einer Decke steckst. Und viertens, dieser Junge da. Mehr habt ihr nicht. Das reicht ja wohl. Anscheinend habt ihr vergessen, dass wir immer noch auf der Hispaniola sitzen würden, wenn wir es so gemacht hätten, wie ich es wollte. Mit Rum und Pudding im Bauch. Wer zwang mich dazu, anders zu handeln? Wer hat uns in diese Lage gebracht? Das wart ihr, Anderson, Hans und du. Beim Donner nochmal, so viel zu Nummer eins. Der Junge. Wollt ihr wirklich eine Geisel totschlagen? Wir sind dem Galgen so nah, dass mir schon der Hals wehtut. Der Junge könnte unsere letzte Rettung sein, aber nur zu. Legt ihn um ohne Sinn und Verstand. Warum wir sie nicht überfallen haben, den guten Doktor, der täglich nach euch gesehen hat. Ohne ihn wärt ihr am Fieber verreckt. Oder du mit dem Loch im Kopf. Zählt das nicht? Womit wir zu Nummer zwei kommen. Ja, ich habe einen Tausch mit ihnen gemacht. Na, ihr lag doch auf den Knien vor mir und habt mich drum angebettelt, aus Angst zu verhungern. Aber das ist nur Nebensache. Warum der Tausch, wollt ihr wissen? Dafür. Die Schatzkarte. Gib her, ich will sie auch sehen. Da.
Drei rote Kreuze. Die ist vom Flint, ganz sicher. FF und ein Schnörkel drunter. So hat er es immer gemacht. Aber wie sollen wir den Schatz nach Hause bringen? Wir haben ja kein Schiff. Wir hätten ja eins, wenn ihr euch nicht eingemischt hättet. Denkt drüber nach. Ich trete jetzt ab, denn ich habe es satt, für euch den Kopf hinzuhalten. Wählt zum Kapitän, wen ihr wollt. Nein, Silver bleibt unser Kapitän. Silver auf ewig. Der beste Mann ist er. Also doch. Ein Glück, dass ich nicht nachtragend bin, nicht wahr? Dann hat sich der schwarze Fleck wohl erübrigt. Hier, Jim. Hier hast du eine Kuriosität, damit du dich später daran erinnern kannst, was hier passierte. Und jetzt wird weitergeschlafen. Morgen geht es auf Schatzsuche. Blockhaus, ahoi! Hier ist der Doktor. Sie, Dr. Livesey. Schönsten guten Morgen. In aller Herrgottsfrühe. Mit Ihren Patienten steht's gut. Alle wohl und munter. Eine Überraschung haben wir für Sie. Einen neuen Gast zum Schlafen und zum Essen. Doch nicht etwa Jim? Wie er leibt und lebt. Dürfte ich ein paar Worte mit ihm wechseln? Nein, auf keinen Fall. Ruhe! Natürlich dürfen Sie, Doktor. Ich vertraue Ihnen. Hawkins, wirst du mir dein Ehrenwort als Gentleman geben, dass du nicht versuchen wirst, abzuhauen? Ja, mein Wort darauf. Fein, fein. Jim, geht es dir gut? Was hast du dir da nur eingebrockt? Ich kann nicht einmal mit dir schimpfen, obwohl du einfach weggerannt bist. Ich mache mir deswegen selbst genug Vorwürfe. Aber hätte ich es nicht getan, hätte ich die Hispaniola nicht gekriegt. Du weißt, was mit dem Schiff passiert ist? Es war plötzlich auf und davon. Nur ich weiß, wo sie liegt. Jetzt hoffe ich nur noch, dass wir alle mit dem Leben davonkommen. Jim und ich haben uns gegenseitig das Leben gerettet, lieber Doktor. Das solltet ihr wissen. Und ich kann es ihm nur weiterhin dadurch retten, dass wir nach dem Schatz suchen. Gift und Galle darauf. Dann solltet ihr es nicht so eilig haben, ihn zu finden. Nehmt euch in Acht vor plötzlichen Böen, wenn es soweit ist. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Nur halten Sie den Jungen dicht an Ihrer Seite. Bis bald, Jim. Pass auf dich auf. Da geht er, der Doktor. Für uns wird es auch Zeit. Packen wir etwas Proviant ein und danach geht es auf zur Schatzsuche. Piesta, setz die Segel! Geht es endlich los? Diese Warterei war ja kaum zum Aushalten. Schnapp dir Spaten und Spitzhacke, Dick. Ich pack mir den Proviant auf den Buckel. Was machen wir mit dem Jungen, Silver? Der wird an den Captain gebunden. Schön wie ein Tanzbär an der Leine. Dann kann er keine Dummheiten machen. So ist das richtig. Lass ihn ordentlich zappeln. Wo geht es als erstes lang? Zum großen Baum am Fernrohr. Da sehen wir dann weiter. Hierher, Leute! Hierher! Was denn? Was hast du gefunden? Ein Gerippe. Es hängen nur noch ein paar Kleiderfetzen an ihm. Es war ein Seemann. Kein Zweifel. Einer von Flints Sechsen. Gelbe Haare und lange Knochen. Das muss Allardyce gewesen sein. Seht euch seine Haltung an. Er ist völlig gerade ausgestreckt. Die Arme über dem Kopf zusammen. Das ist unser Kompass, der auf die Spitze der Skelettinsel zeigt. Ich wusste es. Ost, Süd, Ost, wie auf der Karte geschrieben. Vorwärts, Matrosen, lasst uns die Dublonen holen. Jetzt ist es nicht mehr weit. Hurra, Kameraden! Alle Mann drauf! Die Grube, wo der Schatz sein sollte. Verdammt, sie ist leer. Jemand hat den Schatz vor uns gehoben. Nur noch Gras und Dreck. Nichts? Gar nichts? Zur Hölle. An den Galgen, alle Mann! Kein Schatz! Ach, zur Hölle! Jim, nimm die Pistole. Gleich geht es los. Das verkraften sie nicht.
2 Goldstücke, Silver? Sind das deine 700.000 Pfund? Du, der sich so gut aufs Tauschen versteht? Du hinterhältiges Aas, du! Grabt ruhig weiter, Jungens. Es sollte mich nicht wundern, wenn ihr nicht ein paar Trüffel findet. Piester! Piester! Du hast es gewusst. Dein Verrat steht dir ins Gesicht geschrieben. Sie sind nur zu zweit. Ein Krüppel, der alles verfuscht hat, und ein Bengel, dem ich das Herz aus dem Leib reißen will. Auf sie! Dafür bekommst du mein Messer zwischen die Rippen, Silver, du Verräter! Macht sie kalt, alle beide! Von mir gibt's auch noch eine. Ach, danke Ihnen vielmals, Dr. Livesey. Sie sind gerade im allerletzten Augenblick für mich und Hawkins gekommen. Ach, und da ist ja auch Ben Gunn. Ach, dich hätte ich hier nicht erwartet, Kamerad. Ben Gunn, gewiss. Ja, geht es Ihnen gut, Mr. Silver? Ja. Ja? Sehr? Das freut mich. Ah. Du warst das mit dem nächtlichen Überfall, hm? Hast mich ordentlich an der Nase herumgeführt, Ben. Oh, oh, oh. Und das mir. Nichts für ungut, nicht wahr? Aber wo ist denn jetzt eigentlich der Schatz? Den hat unser guter Mr. Gunn schon vor Jahren gehoben und in einer Höhle versteckt. Es ist noch alles da. Ach, ist das zu glauben? So ein großes Abenteuer und alles beinahe umsonst? John Silver, Sie sind ein überlebensgroßer Schurke und Betrüger. Ein fürchterlicher Betrüger. Die Toten hängen an Ihrem Hals wie Mühlsteine. Das will ich Ihnen sagen. Dennoch hat man mich gebeten, Sie zu begnadigen. Zum Dank, dass Sie unserem Jim das Leben gerettet haben. Da danke ich Ihnen aufs Allerherzlichste, Sir. Dann verschonen Sie mich mit Ihrem Dank. Es ist eine Ungeheuerlichkeit, dass ich Sie begnadige. Eine Ungeheuerlichkeit! Jetzt sehen Sie zu, dass Sie mir aus den Augen gehen. Verschwinde, du Halunke! Piester! Piester! Wird gemacht, Sir! Wird gemacht! 15 Mann auf des toten Mannes Kiste. Jo! Und die Buddel mit Rum. Schnaps dann stets auf der Höllenfahrtsliste. Jo! Und die Buddel mit Rum. So, Jim Hawkins, das war's dann wohl. Wir sind gemachte Leute. Was hältst du davon, wenn wir die Hispaniola klar machen und zusehen, dass wir dich wohlbehalten zu deiner Mutter und dem Admiral Benbow schaffen? Du darfst natürlich nicht wieder abhauen. Bist du einverstanden? Ja, das bin ich. Es klingt nach einer hervorragenden Idee, Dr. Livesey. Ich hätte nur eine Bedingung, Sir. Und die wäre? Vielleicht gehen wir auf dem Heimweg besser sämtlichen Piraten aus dem Weg. Nur so zur Sicherheit. Mit dieser Bedingung bin ich einverstanden. Sehr sogar.